Ich wollte noch in die Stadt gehen, ne? Stand da nicht gerade noch wer? Mysteriös. So, wer verkauft hier denn wohl Farben? Du bist Emily. Ja, da bist du ja. Bevor du hier aufgetaucht bist, hatten wir schon lange kein neues Gesicht mehr in Azoria. Laden öffnen. Schriftrollenlager. Wir können uns jetzt ein Schriftrollenlager kaufen, aber warum soll ich das tun wollen? Leseregal. Ja, weiß ich nicht. Für 250 ist es nicht das, was ich jetzt gerade suche. Aber Hauptsache, wir haben jetzt eine Menge neue Almanach-Einträge. Du hast den gleichen Laden, oder? Ah ne, du hast andere Sachen. Brille und Kneifer. Dekorative Bücher. Bücherregal. Oh, die Bücherregal-Tapete ist ein bisschen fetzig. Was mich an eine Sache erinnert, die ich in Starbound irgendwann mal bauen muss. So in 3 Jahren oder so. Millie! Ah, hier steht es auch einfach mit bei. Verkauft Kleidung und Accessoires. Oh ja, ich brauche Klamotten. Ich will eigentlich aus dem Standardgedöns raus. Oh, 200 ist halt schon auch teuer, ne? Aber muss mal sein. So, kann ich jetzt? Ich kann. Oh, das. Wie halt einfach oberhalb dieses Gürtels unser Fettwanz daraus quillt. Und ich muss Farben kaufen, auf jeden Fall. So, wer hat denn hier die Farben? Praktische Gegenstände in ihrem Gemischtwarenladen? Taschenhalter. Stell deine Tasche nicht auf den Boden. Aber was macht das? Achso, das ist einfach ein Haken an der Wand? Ist das so ein Deko-Gegenstand? Ich hatte kurz die Hoffnung, dass wir... Ah, das ist mehr Inventarplatz. Können wir uns aber nicht mehr leisten. Sad. Okay, aber mehr Inventarplatz ist somit das nächste, was ich will. Setzlinge, okay, nein. Gemüsesamen. Schreiner und Bauberater. Wer verkauft denn hier Farben? Halbpensionierte Abenteurerin? Nee. Oder ist das unten bei den Docks? Unten bei den Docks ist auf jeden Fall auch unsere Quest. Verfolgen wir mal. Oh Gott, hier ist ja richtig was los. Das ist also das Gasthaus, das sah von draußen halt irgendwie nach nichts aus. Aber okay. Gas, und das ist voll groß. Einfach der TARDIS-Effekt. Digga, das Ding ist riesig. Ich meine, weißt du, hier ist das so, hier rein, hier rein. What the hell? Und innen drin ist es einfach dreimal so groß. Und vor allem können wir auch noch hoch. Und finden ein Strohbett. Nice. Also ein Rezept dafür. Hat sich schon gelohnt. So, aber eigentlich möchtest du mit uns sprechen. Hey! Hast du Björn unterwegs gesehen? Eigentlich sollte er diese Woche den Müll rausbringen, aber der Junge ist immer auf einer anderen Mission unterwegs. Sag mal, hast du schon deine azurianischen Nachbarn etwas besser kennengelernt? Wenn nicht, kann ich dir ein paar Tipps geben. Ich bin quasi eine Expertin auf dem Gebiet. Kriegen wir 500 Florin für. Dafür können wir total unseren Inventar verbessern.
Erreiche den Freundschaftsstatus Freunde mit einer Person deiner Wahl. Wunderbar. Nun, eine gute Beziehung ist wie eine leckere Suppe. Man braucht viele Zutaten, Geduld, Zeit und man muss alles schön umrühren. Der letzte Punkt klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber glaub mir, es ist wichtig. In der Regel gibt es zwei Arten von Beziehungen, Freundschaften und Romanzen. Und eine Freundschaft aufzubauen, um eine Freundschaft aufzubauen, musst du mit Menschen Zeit verbringen. Sie lieben es zu plaudern. Die Freundschaft wird sich entwickeln und irgendwann werden einige Leute sogar deine allerbesten Freunde. Das nennt man dann Friendzone. Du kannst so viele beste Freunde haben, wie du willst. Die Marktverkäufer sind meistens zu sehr mit ihren Geschäften beschäftigt, um echte Beziehungen zu knüpfen, aber es gibt viele andere Menschen auf der Insel, mit denen man sich nett unterhalten kann. Einige besondere Bewohner von Azoria sind auf der Suche nach einer Romanze. Du kannst mit ihnen plaudern, ihnen etwas schenken und dich eventuell auch mit ihnen verabreden. Und wenn du die Sache richtig anpackst, kannst du eines Tages sogar heiraten. Das ist aber keine Pflicht, ist ja klar. Du entscheidest, ob du eine Beziehung willst oder nicht. Mach dich auf den Weg und schließe eine Freundschaft. Komm dann zurück und erzähl mir alles. Kann ich eine Freundschaft mit dir schließen? Weißt du, wie man ein erfolgreiches Gasthaus führt? Dunkle Holzmöbel, ein knisternder Kamin und gedämpftes Licht. Klassisch, zeitlos. Bye. Ich quatsche jetzt einfach mal irgendwen an. Björn, da bist du ja. Ich habe über Namen für mein erstes Schiff nachgedacht. Es ist wirklich Björn, nicht Björn. Mein Favorit ist Björn Free. Es gibt ein paar echt eklige Fische da draußen. Einmal wurde ein langer Fisch an die Küste gespült. Meine Mutter machte daraus eine Torte, aber ich weigerte mich, sie zu essen. Das kann ich verstehen. Ich gehe mal, glaube ich. Wenn ich die Tür finde. Wer bist denn du eigentlich? Du bist doch safe der Koch, oder? August, ein fröhlicher Koch. Ah, das Wetter wird wärmer und der Sommer kommt schneller als man denkt. Ist da gerade ein Rezept gespawnt? Oder lag das vorher schon da und ich habe es nur nicht gesehen? Blasebalg. Okay. Chatten wir mal. Schön, dass du nach Azoria gekommen bist. Es muss eine ziemlich lange Reise gewesen sein. Bei dir kann ich einfach direkt Essen kaufen. Sämiger Gemüseeintopf, Fischsuppe mit Pilzen, Fischspieß, Rührei mit Obstsalsa. Ich bin nicht überzeugt. Ei mit Obst? Ich weiß ja nicht. Also. Du bist Safety Schmiedin, oder? Yes. Im Frühling gehe ich an den Strand auf Muschelsuche. Das geht ganz einfach. Okay, was hast du so in deinem Laden? Na, dafür brauche ich... Damn, ich hatte gehofft, ich könnte hier schon... Ah, okay, wir brauchen Kupfer. Dafür müssen wir aber wahrscheinlich in die Minen. Ohne Witz schmeckt Thunfisch mit Obst ganz gut. Okay. Also ich finde Thunfisch an sich schon nicht lecker. Aber okay. Aber Fisch mit Obst ist auch wieder was anderes als Ei mit Obst. Ich kann mir Ei halt einfach nicht mit was Süßem vorstellen. Weiß ich nicht. Okay, für Kupfer müssen wir wahrscheinlich in die Salzwasserminen. Keine Ahnung, ob wir das schon können. Damn. Ist ja, was mir gerade auffällt. Erzählt Gronkh nicht immer, dass er in der Braunschweiger Weststadt aufgewachsen ist? Der Imker ist in Wirklichkeit Gronkh. In 5 Jahren oder so. Unfassbar. Gronkh ist doch erst 12, du hast eine 0 vergessen. Ich wollte gern die Sachen mitnehmen, danke.
Und dann wollte ich... Gott, das ist Stapel übertragen. Wie viel Energie bringt das überhaupt? Sehe ich das jetzt gar nicht mehr, wenn ich das so... Ach, das sehe ich sowieso nicht, ne? Ja, nun. Passiert. Warum habe ich schon wieder ein Gras dabei? Okay, halb 11 Uhr abends. Ich würde sagen, wir gehen mal schlafen, oder? Finde ich ganz okay. Yes. Zehntausend neue Einträge. Und Post von Eddie, wer auch immer das ist. Kapitel 3. Ein Hafen in einem magischen Sturm. Die Kapitel sind ganz schön kurz, oder? Ah, es ist ein Gras für Eigenbedarf, okay. Jetzt macht auch wieder das Zitat aus Hausflippersinn mit Ich habe mein Werkzeughaus geraucht. Es ist alles vollkommen logisch. Lieber Bench, die Sache mit den Dornen hast du super hinbekommen und ich glaube, du könntest mir bei etwas Besonderem unter die Arme greifen. Komm und besuch deinen alten Kumpel Eddie. Ich stehe bei den Docks und schaue aufs Meer hinaus. Oh nein, oh Gott, das ist der Eddie? Ah, shit. Also ich finde ihn super, aber ich dachte, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, nicht schon wieder die Stimme machen zu müssen. Mit dem Dialekt. Okay, da kommen wir... Oh, da kommen wir total vorbei. Und hier liegt noch ein Rezept. Für den 78. Teppich, natürlich. Da liegt nichts. Okay, wie ist hier so? Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte, aber okay. Okay, ich glaube, da ist Ende. Ah, RIP. Da ist noch ein Rezept. Und das hole ich mir. Falls ich irgendwann hier rauskomme. Hm. Baumstammzaun. Man könnte es auch Palisadenzaun nennen, aber okay. Da sind wieder die seltenen Fische, aber das sieht beides nach Heringen aus. Die nehme ich jetzt mal nicht mit. Gehen wir mal zu Eddie. Ich glaube, ich bin viel zu weit westlich für Eddie, oder? Andererseits habe ich noch nie mit dir gesprochen. Erlene. Lebhafte Farmerin, die sich mit Gackeries auskennt. Im Frühling ist mir, als würden die Moosen die Welt mit Blüten schmücken. Die Frühjahrsernte ist am leckersten. Ich habe mich schon den ganzen Winter darauf gefreut, Heidelbeeren zu sammeln. Bye. Ach, guck mal, sind... Ich habe keine Ahnung, was es ist und ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte. Oh, aber die sind cute. Ja, schade. Okay, die sind spontan ins Koma gefallen. Loretta. Oh, freut mich, dich zu sehen. Es tut so gut, wenn das Wetter wärmer wird. Tierzuchtdienste. Okay, ich biete Zuchtdienste für deinen Gackerieschatz und Wollhäschenlieblinge an. Ich verkaufe auch Zuchtamulette und Kissen. Was darf's sein? Tierzuchtamulette? Kissen? Wenn du einen perfekten Zuchtpartner finden möchtest, musst du mir diese Tiere bringen. Okay. Ein Amulett für ein Tier, das die Chance auf orangefarbene Nachzucht gewährt. Herzkissen-Amulett.
Ein Amulett für ein Tier, das die Chance auf erhöhtes Glück gewährt. Okay, also die Fortpflanzungsmethoden hier sind alle fragwürdig. Aber da wir hier noch nicht waren, könnten hier irgendwo Rezepte liegen. Safe liegt hier irgendwo ein Rezept, oder? Aha. Kakaobrauner Zottelteppich. Okay, nee, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich hier irgendwo hinter dem Haus was gesehen habe, aber ich glaube, da habe ich mich getäuscht. Dann gucken wir doch hier nochmal ein bisschen rum, vielleicht finden wir noch was. Was passiert eigentlich, wenn uns ganz kalt wird? Okay. Das kostet bestimmt Geld, oder? Nee. Wir spawnen einfach vor unserer Bude. Okay, interessant. Haben wir das auch mal ausprobiert. Gut, dann gehen wir jetzt vielleicht zu Eddie. Na, schwimm schon. Kann ich da nicht durchschwimmen? Okay. Ich meine, es ist eine Brücke über ein Gewässer. Warum sollten wir nicht unter der Brücke durchschwimmen können? Aber okay. Ich frage mich immer noch, wer die Färbemittel verkauft. Ah, natürlich. Natürlich, wenn ich hier bin und hierhin zeige, targete ich den Markttisch über mir. Das macht Sinn, ja. Das sind die Farben, okay, aber dafür brauchen wir halt überall noch bestimmte Blumen, die wir nicht haben. Okay. Ja, nun. Das Ding ist gut getarnt. Rezept für ein Fass. Gerade mal ein paar Muscheln mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Später irgendwann eine Rezeptkarte gibt. Du bist doch neu, oder? Der ließ sich tatsächlich näher ranziehen als gedacht. Schwimmt aber auch wieder 3 Kilometer weit weg. Na komm schon. Sebastus? Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist oder ob das wirklich so heißt. Auf jeden Fall noch nie gehört. Waren wir drüben eigentlich schon? Hier liegt ultra viel Stuff. Okay, ich glaube, hier waren wir, oder? Ah ja, bei dem Tor waren wir auf jeden Fall. Also nicht, dass wir damit was machen können, aber... kurz hier hochgucken. Ich bin immer noch auf der Suche nach Rezepten, aber hier waren wir auch ziemlich sicher. Ja, wobei, wir haben ja jetzt unseren Zauberstab. Aber das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Okay. Gut, sprechen wir mit Eddie.
So, Aufgabe einlösen. Was haben wir denn abgeschlossen? Oh, Binge, danke, dass du gekommen bist. Ich werde dich mit meiner Geschichte Bauklötze staunen lassen. Es fing eines Nachts an, als ich in meiner Koje auf der Grace geschlafen habe. Grace ist mein Schiff, musst du wissen. Und was für eins. Naja, sie war eins. Egal, ich wachte mit klitschnassen Socken auf. Das war nicht das Problem. Aber als ich in meiner Seemannskiste nach einem anderen Paar suchte, war sie randvoll mit Fisch. Da bemerkte ich, dass Grace in einem üblen Strudel gefangen war. Und sie begann zu sinken. Ich schnappte mir meinen Fischerhut als Glücksbringer und sprang ins kalte Wasser. Wütend strampelte und schwamm ich, bis ich das Ufer erreichte. Ich schaute zurück und sah, wie meine Grace in den Wellen versank. Natürlich könnte ich jederzeit ein neues Schiff bauen, aber was ich nicht kann, ist Bäuche mit nicht gefangenen Fischen zu füllen. Ich kann nicht zulassen, dass die guten Menschen von Nesoria verhungern. Sie verlassen sich darauf, dass ich ihnen leckere Fische für ihre Suppen und Mahlzeiten liefere, ne? Du hast doch noch die Angelrute, die ich dir gegeben habe, oder? Meinst du, du könntest den Fischvorrat des Marktes aufstocken? Und ja, die Stimme ist anstrengend, auf jeden Fall. Verkaufe einen beliebigen Fisch, also tatsächlich drei beliebige Fische. Cool, can do. Die müssen schon auch genau in die Richtung gucken, ne? Sonst funktioniert das nicht. Du dämlicher Stumpenfisch. Wenn ich jetzt werfe, schwimmst du da weg, oder? Na komm schon. Erstmal schön den Lachs angeln. Ob gebratener Fisch auch, also zählt geschmorter Fisch oder müssen wir frischen Fisch verkaufen? Beliebigen Fisch auf dem Markttisch. Können ja einfach beides machen. Wir können ja nochmal einen Fisch fangen. Ach, deswegen wir automatisch die Angel weglegen, ist ein bisschen anstrengend. Du drehst jetzt um, oder? Nicht? Perfekt. Wirklich. So. Nochmal ein Lachs. Und der Markt ist hier. Ach, so langsam kriege ich Orientierung. Das zählt scheinbar nicht. Muss ich tatsächlich auch erst verkaufen, ne? Dazu muss der Tag wechseln. Ja gut, dann haben wir die Quest morgen früh auf jeden Fall abgeschlossen. Ist da auch was? Was machst du denn so? Verkauft Blumensamen, mit denen du deinen Bauernhof verschönern kannst. Im Frühling ist mir, als würden die... Also, ja, die Standardtexte, wir wollten sie überspringen. Gelbe Tulpen, weiße Lilien, rote Rosen. Die können wir aber auch ernten, oder? Weil die brauchen wir, glaube ich, schon für Farbstoffe. Nee, nicht 40, danke. Kauf mal 5 davon. Können wir die einfach so bei uns anpflanzen oder brauchen wir dafür Beete? Und ist das eine Apotheke? Gibt es hier Potions oder sowas? Wusstest du, dass Tiere auf das Winke-Emote reagieren? Ich wusste nicht mal, dass ich ein Winke-Emote habe. Aber jetzt habe ich smaragdgrünen Kachelteffich. Ah, kann ihn zumindest craften. Die verkauft Tränke, okay. Erzeugt eine defensive Blase, die zweimal allen Schaden absorbiert. Heiltrank, Mana-Trank,
Speed Potion. Unsichtbar. Okay. Erzeugt beim Angriff mit dem Zauberstab einen Wirbelsturm. Interesting. Also es wird auf jeden Fall Kämpfe geben. Lehrling der Heilerin, der beim Tränkebrauen hilft. Mit dir kann ich chatten. Danke, ich bin froh, dass du die Dornen besiegen konntest. Schön, dass du nach Azoria gekommen bist. Das muss eine... Ach, die haben also den Standardtext. Mir ist aufgefallen, dass die Wege wieder frei sind. Danke dafür. Ey, wenn die alle irgendwie... Also, soll ich nicht eine Freundschaft aufbauen? Die wollen alle gefühlt nicht mit mir reden. Nur weil ich ein alter Sack bin. Was denn mit dir? Vom Beruf Töpfer. Ein Fan von Fröschen. Ich habe von meiner Tante gelernt, wie man mit Ton arbeitet. Sie sagt immer, dein Ton muss nass und dein Glas voll sein. Mhm. Ah. Geschenk geben, Froschschweiß? Digga. Froschschweiß. Ugh. Okay, also Freundschaften können wir offenbar wirklich nur mit Geschenken aufbauen. I think. Miles! Danke, jetzt wo die Dornen weg sind, kann ich meine Route viel schneller bewältigen. Okay, mit dir kann ich aber auch nur chatten. Gut. Nee, kann ich... Deine Samen können hier nicht gepflanzt werden. Oh, muss ich nochmal gießen? Gießen und ernten scheinbar. Wie die beim Gießen einfach wachsen. Okay. Brauche ich dafür ein anderes Beet? Ja, aber dafür fehlen uns... Oder es ist unentdeckter Gegenstand. Nee, das ist schon... Das muss jetzt nicht sein, was wir... Ich habe kurz überlegt, ob das auch Sachen sein können, die wir einfach nur nicht im Inventar haben, aber... Das sind schon noch unentdeckte Gegenstände, okay. Der Holzzaun überzeugt mich jetzt nicht so, um ehrlich zu sein. Ich finde den Steinzaun gar nicht so hässlich. Aber irgendwie ist es im Moment noch so... Ja, weiß ich nicht. Ich würde nochmal gucken, ob wir da irgendwo hinkommen zu den Salzwasserminen. Ich würde gerne einfach nur mal gucken, wo ungefähr das ist. Und wie wir da normalerweise hinkommen. Das, glaube ich, eine Ecke ist, wo wir... Oder waren wir da schon? Ich habe so ein Gebiet vor Augen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das ist, was ich glaube. Krass, hier geht's auch noch weiter. Spannend. Nein, ich will nicht mit dem Siegel interagieren. Ich wollte das Ding hauen. Und jetzt sind wir bei der Mine? Offensichtlich. Aber wo ist der Eingang?
Ich bin verwirrt. Ah, da lag ein Rezept. Hab's genau gesehen. Eine offene Kiste. Ah. Gut, dann müssen wir wohl auch noch das Rezept für die geschlossene Kiste finden. Aber da steht auch Salzwassermine in die Richtung. Hm. Ah, ist das einfach der Eingang von der Salzwassermine? Okay. Das macht vollkommen Sinn. Ja, okay. Platz im Inventar, dann können wir noch kurz ein paar Sachen sammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Waren wir eigentlich auf der anderen Seite der Brücke? Hm. Tropische Pflanze. Okay. Oh, da ist noch ein Rezept. Muss da irgendwie hin. Aber wie? Nicht von hier, glaube ich. Oder? Doch. Blaue Picknickdecke. Okay. Und so kommt man hier rüber, auch wenn die Brücke kaputt ist. Schön. Da ist noch Energie. Und wir können auf dieses Schiff springen. Und dann gehen wir mal strudeln. Und dann gehen wir, glaube ich, mal nach Hause. Hier ist auch noch ein Rezept. Amboss, okay. So langsam wird das doch was. Gut, wir müssen ja eh den Tag beenden, damit wir die Sachen verkaufen. Dann machen wir das doch einfach mal. Yes, schlafen bitte. Neue Post von Vera. Okay. Dreimal geschmorter Fisch. Alles klar. Also wahrscheinlich hätten wir die verkaufen müssen. Die bringen sogar... Also zumindest der bringt halt mehr Geld. Aber okay. Überprüfung abgeschlossen. Alles klar.